Alter, was geht ab, Leute, Junge? Heute wieder kochen, nach längerer Zeit mit am Start sind Chong und Tati. Was für ein Chong Fenster ist, oder? Und mach lieber bitte ohne. Achso, stimmt. Ohne Musik. Hey Tati, was geht? Was kochen wir heute? Alles klar, Mann. Ja, wir kochen endlich mal das, was du haben wolltest. Ja, Deine. Mann. Was war das? Brokkoli, Käse, Puffer. Käse, Puffer oder so. Dazu mal ein bisschen Salat. Ja, genau. Und wir machen jetzt mal hier ein paar Vorbereitungen. Dazu noch ein bisschen Dressing, Salat. Fertig. Ja. Nichts Großartiges. Ja. Das haben wir schon alles hier so ein bisschen. Sag nicht, Soundeffekte funktionieren. Doch, ja. Funktioniert. Oh mein Gott! Super saftig! Wer hat das eingelöst, oder? Weiß nicht. Muss ich nachschauen, aber. Ich bin gerade hier dabei jetzt. Gänsehaut, Digga, Gänsehaut, Mann. Komm, wir mal wieder. Echt? Oh. Geht schon, komm schon mal an. Okay. Also, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt. Du machst die Grundmasse eigentlich. Ich mache jetzt die Grundmasse, ich tue jetzt ein bisschen Mehl rein. Eier, Quark. Und das alles ein bisschen mal hier verrühren dann. Machst du gerne das heiße Pfeffer rein? 5 Eier, also 10 Eier, was? Ja, 10 Eier. Mach dabei hier den Rest. Willst du es beeilen oder Chong hat Hunger, Mann? Hat er gesagt, 14 Uhr. Ja. Ja, aber du musst immer 3 Stunden draufrechnen. Ja, oder gar nicht vielleicht. Nee, komm, tut er schon immer. Ja, aber mit 3 Stunden Verzögerung. Ab und zu nicht. Letztes Mal auch, oh, ich komme nicht von der Toilette runter. Ja, stimmt. Einmal hat er. Stimmt. Mir geht's gar nicht gut. Ich hab Angst, Alter. Kleines Update. Mit super geiler Zutat. Kuss geht los an Kogo. Ihr wisst Bescheid. Rabotco super saftig. 5% gönnt's euch. Kristallsalz. Oh, was mach ich da für einen Scheiß eigentlich? Machen jetzt mal so ein Probeding zum Probieren, damit man schon das dann super schön, saftig. Damit man das dann schön abschmecken kann, weil mir noch was fehlt. Also ich denke mal, dass auf jeden Fall was Salz fehlt. Also ich würde jetzt mal so ein Löffelchen hier nehmen, oder? Salz fehlt bestimmt, oder? So, dann lassen wir es mal braten. 2 Stunden später. Wir probieren mal das Essen hier, richtig saftig, oder? Oh, lieber Gott, Mann. Haben wir noch Teig? Ja, haben wir noch. Echt viel. Sieht aber echt saftig aus. Salat mit Tati Spezialdressing. Probieren wir mal. Dann diese Puffer. Nach 10 Jahren, oder? Oh mein Gott, krass, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Salat ist echt krass. Salz. Oh mein Gott, wie hat mir auf mich gedrückt, oder? Ich werde noch viel gemacht. Ja, ist schon saftig. So, schauen wir mal. Ich geh mal in die Dose. Schärfere. Oder wenn da echt noch so ein Dip dabei wäre, man so ein Tzatziki oder sowas, das wäre viel zu heftig gewesen. Okay. Aber die AZ-Soße auch nicht schlecht, glaube ich. Oh, die gönnt sich noch super saft, die Nachspeise. Ja, Mann. Von Kogo. Ja, wir haben noch ganze Kiste voll. Er ist so saftig, der wollte sich auch essen. Ja, Mann, ich will auch, wa? Ich will noch andere. Da, ich gönn's dir auch. Ja, aber ich will die. Gönn's euch. Ich darf nicht mal so viel Süßes essen, Mann. Aber, das schreit immer. Saftig. So ist es, Mann. Ja, Mann. Xeno weiß Bescheid, der ist auch Stammkunde geworden. Richtig krasses Teil, Mann. It's good. Oh mein Gott, es ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, Weinglas. Oh mein Gott, okay. Chongs Weinglas. Leidend. Wir haben gerade saftig gegessen und natürlich gestreamt. Spieletrend hat vorbeigeschaut. Seitdem gibt es so private Beratung von Vagisch, ja, für Spieletrend. Er ist ein Megatrader, ich bringe ihm noch ein bisschen was bei.
Aber Kuss geht raus, Spieler Trend. Yo, abschließende Worte, weil ich weiß nicht, wie Chong das hinbekommen hat. Kein Ton, doppelte Geschwindigkeit. Man muss einfach nur auf Play drücken, hier oben auf der Kamera, das war's. Mehr muss man nicht machen und trotzdem schaffen die Jungs es, irgendwie immer irgendwas nicht korrekt zu haben beim Aufnehmen. Aber nicht so schlimm, auf jeden Fall Spielertrend. Hat im Livestream vorbeigeschaut, dann hat er und Bargisches hin und her, ist eine kleine Diskussion entstanden. Spielertrend eher so in Aktien momentan unterwegs, eher in der Traderschiene. Und wir ja Investoren, die eher auf Cashflow und Rendite gehen. Richtig softig, Leute. Wir haben dann angefangen, hin und her zu diskutieren, ein bisschen zu quatschen. Auf jeden Fall Kuss geht raus an Spieltrend. Da kam er mit einer Wette daher und zwar meinte er, also er hatte auch Bitcoin. Die hat er anscheinend jetzt verkauft, als es auf 20k ging. Je nachdem, wann er eingestiegen ist, ist es natürlich trotzdem saftig. Man sollte nie hinterher trauen und sagen, boah, ich hätte noch mehr daraus holen können und sowas. Gewinne sind Gewinne, immer saftig auf jeden Fall. Und er hatte vorgeschlagen, dass Bitcoin bis 2022, also in diesem Jahr noch, auf unter 20k fällt. Dollar. Dann gewinnt er. Und dann geben wir ihm einmal das saftigste Sushi in München aus. Den Laden habe ich ja ausprobiert. Check gerne das Video ab. Und wenn es nicht unter 20k fällt, also wenn wir gewinnen, dann gibt er uns einmal Royal Donuts aus. Jedem eine Box. Die Jungs überlegen noch, vielleicht haben die auch Bock auf Sushi. Aber das ist die Wette. Bin gespannt. Spieltrend hatte ja auch mal einen Finanzchannel, Coinfreund. Also jeder ist da. Jeder kennt irgendwie jemanden, der irgendwie irgendwo unterwegs ist. Sachen Krypto, Finanzen, so Immobilien. Also irgendwo sollte man auf jeden Fall seine Finger im Spiel haben. Also informiert euch gerne, Leute, über verschiedene Sachen. Da sollte man echt nicht auf der faulen Haut liegen. Und das Geld sollte echt für einen arbeiten. Irgendwo anlegen, irgendwo was für die Zukunft da reinstecken. Das kann ich euch allen raten. Mehr kann ich euch nicht raten. Bei uns ist es halt momentan Bitcoin und DeFi. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten natürlich Serious Business. Kuss geht raus an Spieletrend. Schaut auf Twitch und Instagram vorbei. Und ciao.